Willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Und ich bin's wieder, euer Apo. Ja, ich... Durch Kontrollpunkte und sowas musste ich nochmal von unserer Kampfarena aus starten. Und da habe ich ja wieder dieses schicke Köpflein gesehen und habe diesmal aber ein Leuchten gesehen. Und ich merke gerade, dass ich hier mal noch mich erstmal fix um die Lautstärke kümmern muss, weil ich noch das Headset nicht umgesteckt habe. Einen Moment. So. Ist schon besser. Ja, ich habe jetzt so ein Leuchten gesehen. Ich habe ja vorher schon gemerkt, hier Nase, blablub. Ja, und diesmal habe ich aber gesehen, hier ist ja noch so ein Gerätli. Und das hacken wir jetzt einfach mal fix, dass wir dieses Datenpaket noch bekommen. Wer bist du denn? Was tust du hier? Guck dich mal an. Warum so traurig? Why so sad? Und jetzt haben wir da nämlich ein Datenpaket. Finde ich ganz nice. Das holen wir uns natürlich. Gehen wieder da hoch. Um nämlich zu dem Ausgang zu gelangen hier. Das war der Punkt, wo wir ja aufgehört hatten. Wir hatten das geschafft hier. Joker hat seinen Architekten erschossen und wir gehen einfach weiter. Da sind mal wieder ein paar Monitorköpfe. Zwei Bewaffnete. Der und... Ach, da hinten ist noch ein Bewaffneter. Ist es jetzt verdreht oder was? Na, wir gucken mal fix mal hier hinten. Hier war aber nichts mehr weiter außer ein paar Lichterketten. Und den tun wir einfach mal geräuschlos ausschalten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der doch böse ist. Ne, Donner. Ich bin hier, um zu helfen. Es gibt noch mehr von Ihnen. Sie haben meine Kollegen. Sie zwingen sie. Keine Sorge. Ich finde sie, bevor etwas passiert. Okay, beeilen Sie sich. Und das Coole ist ja, wo ich hier im Detektivmodus geguckt habe, wenn der Schläger geredet hat, hat das bei dem Angestellten angezeigt, dass der redet und umgedreht. Schon recht amüsant. Der hängt aber auch gut. So, ich muss jetzt wahrscheinlich hier durch diese Tür. Und das sind noch ein paar Gestalten, die auf mich warten. Ach, das ist halt diese Bar jetzt, diese Kneipe, wo ich bin. Keine Spur von der Fledermaus. Wäre es okay, wenn wir die Typen abknallen? Ja, warum nicht? Legt los. Er sagt, wir können sie töten. Jungs, schaut mal, ich bin im Fernsehen. Alma, hey, Vicky. Hierher, Baby. Film das mal. Bam! Ach, das ist wieder so ein großer. Das wird echt eine Sauer. Boah! Ich stürze mich damit zu den Ellbogen rein. Ich sag dir das hören. Ey, so haben wir nicht gerettet, ja. Lass mich in Ruhe, Fettsack. Einfach mal ignorieren, dass der gar nicht betäubt ist oder so. Wir schlagen einfach mit den Schockhandschuhen weiter auf den einen. Die Geiseln sind in Sicherheit. Ich muss zum Penthouse und den Joker aufhalten. What the fuck? Was machen die mit den Leuten hier?
Bedrohung extrem. Begnadeter Gesetzeshüter. Ja, ich habe leider ein bisschen was eingesteckt, muss ich zugeben. Von dort sind wir gekommen. Das ist wohl Vicky Vale draußen, oder was? Mit dem reden wir mal noch fix hier. Will der reden? Nee. Will der reden? Da will reden. Danke. Wer auch immer Sie sind. Dein schlimmster Albtraum. Aha, ich muss jetzt also... Boah, ey. Das ist wirklich keine leicht zerbrechbare Wand hier, oder was? Zerstörbare Oberfläche bloß, nicht lasse. Mensch, das ist Holz, das kannst du zerschlagen, Batman. Dort hoch muss ich. Viel Spaß beim Klettern. Ho, ho, ho. Ach, wir machen hier schon wieder Zwischenstopp. Oh, ich dachte, wir machen jetzt ein bisschen Fassadenklettering. Aber nee, wir tun ja wieder ein bisschen uns selber schocken. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Zünder dieser Bomben ist auf den 31. Dezember gestellt. Mit meinem kryptografischen Sequenzer sollte ich sie entschärfen können. Ist schon nett. Wo ist Neues? Du konntest einfach nicht bis Neujahr warten. Hm? Dann geht das Feuerwerk halt früher los. Okay. Es macht Boom, wenn ich dich sehe. Meine Güte, kaum zu fassen. Haben wir das im Kasten? Ja, wir sind immer noch auf Sendung. Hier ist Vicky Vale, live am Gotham Royal Hotel, wo es gerade eine gewaltige Explosion gegeben hat. Und jetzt scheint es, als sei der Batman von der Druckwelle aus dem Gebäude geschleudert worden und dass er jetzt unter unserem Hubschrauber hängt. Moment, was ist das? Mehrere bewaffnete Männer haben sich auf dem Balkon versammelt. Die haben Waffen. Wir müssen hier weg. Wir warten, bis er springt. Nach Jahren sporadischer und nie bestätigter Sichtungen ohne Aufzeichnungen haben wir die Fledermaus diese Nacht zweimal gesehen und abgelichtet. Könnte das eine neue Ära für den selbsternannten Ordnungshüter bedeuten, wird er eine Person der Öffentlichkeit. Eins jedoch ist sicher, nach dieser Nacht wird der Name Batman jedem in Gotham... So, by the way, ne? Ich musste gerade selber kämpfen. Was ist das schon? Der Joker wird... Also gut, Brüder. Lass uns loslegen. Ja. Der Söldner. Mal sehen, aus welchem Holz die geschnitzt sind. Also die Söldner, die sind auf jeden Fall tougher als... Du verdienst es, den ehrenhaften Sterben. Als Jokers Leute, habe ich das Gefühl. Machen zumindest einen ganz manierlichen Eindruck, die Leute. Na fuck! Elender Drecksack, ey. So, und das war's. Ist auch mal was Nettes, dass wir hier während dieser Live-Sendung von... Was ist das denn? Das...
ist noch ein bisschen Bug von dieser Kamera-View. Das ist dieses gesprungene Glas, was es gezeigt hatte. Ich wollte sagen, ist auch mal witzig mit diesen aus Kamerasicht fighten. Ungewohnt, aber witzig. So. The bigger they are, the harder they fall. Try to resist and I'll kill them all. Here's to Gotham, turned upside down. Come Xmas Day, I run this town. Nette Anekdote. Aber das wird ja ohne viel nützen, Joker. So, und wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Viele bewusstlose Joker-Leute sogar. Also ich habe das Gefühl, dass... Ich habe die Explosion am Gotham Royal in den Nachrichten gesehen. Sind die Hotelgäste in Sicherheit? Nein, sind sie nicht. Sir, geht es Ihnen gut? Ihr Tonfall? Alles in Ordnung, Alfred. Ich hatte schon mit Psychopathen zu tun, aber das hier... In dem Hotel wurden Leute auf eine Art getötet, die ich... Sir, ich schlage Ihnen dringend vor, Captain Gordon anzurufen. Er könnte ein wertvoller Verbündeter sein. Ich brauche keine Verbündeten. Na, das sehen wir alle anders. Ja, und was ich sagen wollte, ja, Banes, beziehungsweise, ja, was wollte ich denn sagen? Jetzt haben die mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin jetzt komplett durcheinander. Gott, was ist hier noch los? Achso, Banes Leute haben wahrscheinlich, oder Bane hat den Auftrag gegeben, dass Jokers Leute einfach mal gerichtet werden sollen, so wie es aussieht. Was ja eigentlich Black Masks Leute sind. Wie ich sehe, wurden die Männer des Jokers eliminiert. Gute Arbeit. Aber denk daran, dass die Fledermaus unser Hauptziel ist. Wir müssen wachsam bleiben. An uns kommt er nicht vorbei. Das ist der einzige Weg ins Penthouse. Hoffen wir, dass du recht behältst. Aber nur die Zeit wird es zeigen. Die Fledermaus kommt. Ha! Sei es komm, euch aufzumuntern ist Teil des Deals, den ich mit eurem Boss beschlossen habe. Dafür lebe ich. Für die Jagd. Diese Stadt ist so kalt und dunkel. Erinnert mich an meine Zelle in Santa Prisca. Okay, Fabian sagt Quatsch. Ich meine, ich habe Gerüchte über die Sache in der Bibliothek in Peñatudo gehört. Hat jemand Einzelheiten? Ich hätte nie herkommen sollen. Ich muss mich entschuldigen. Anscheinend war ich nicht deutlich genug. Ihr solltet euch wehren, wenn ihr die Fledermaus seht. Du siehst ihn? Ha! Wo? Wir benutzen diese Punkte, um seine Angriffe zu starten. Ha! Los! Die Annäherungsminen in den Wasserspeiern scharf machen! Irgendjemand! Ich mag es, sowas anzufangen! Hey! Ja, Viere sind's noch. Oh, seht ihr die Fledermausplatte? In Ordnung, genug geschaut, reißt ihr die Flügel aus? Ja, Flügel rausreißen, bla bla bla. Weißt halt laut nicht, dass er bald sterben wird, nett. Nett. Muss schon sagen, Banes Leute, die sind ein bisschen krasser drauf. Das hier ist ohne Zweifel die armseligste Vorstellung, die ich mir je ansehen musste. Ich stehe drauf. Kann man nur so einem Wahnsinn folgen?
Wo geht denn da jetzt lang? Kommt da jetzt in meine Richtung? Ich muss nur so denken wie er. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich feige wäre? Wenn ich feige wäre, oh, süß. Bane erwürgt uns, wenn wir ihn nicht kriegen. Komm, dreh dich rum. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du hier lebend rauskommst, Batman, habe ich etwas wirklich Großartiges für dich geplant. Leute. Ein weiterer Versager ist natürlich nett. Ich muss aufpassen, sonst bin ich der Nächste. Wie verhindern wir, dass das nochmal passiert? Rain wird uns Schlimmeres antun, wenn wir versagen. Wir sollten uns aufteilen, um mehr Raum abzudecken. Na, ihr zwei geht nach rechts und der eine kommt jetzt zu mir. Ich wusste ja, dass es toll wird, euch beim Ausflippen zu sehen. Es kommt. Aber dass es so großartig wird. Ich schneide dem Clown die Zunge ab, wenn wir hier. Musst du erst mal schaffen. Er wartet nur darauf, dass wir einen Fehler machen. Also mach keinen. Ich frage mich, wo er sich versteckt. Right behind you, my friend. Ich dachte, das würde einfach werden. Er muss immer noch hier sein. So schnell steht der garantiert nicht wieder auf. Unsere Reihen lichten sich langsam. Ups, da war eine Mine. Ach, den hat's. Ja, Junge, das war's für dich. Ja, das war mal wieder nett. Ist es immer noch scharf? Nee. Die sind ja jetzt sowieso tot. Wo geht's denn weiter? Ich bin. Ach, im Pool schwimmen auch noch ein paar. Das ist bloß wieder so eine Abkürzung. Mal ganz kurz auf die Map gucken. Ach, da ist ein Fahrstuhl. In der Mitte. Tropft's. Ach, das ist bloß wieder dingend. Poolregeln. Haha, ganz wichtig. Zigarettenautomat und Geldautomat, das ist auch ganz wichtig. Eine Bar. Und hier ist unser Aufzug. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erleben. Also, liebe Leute, macht's gut und haut rein. Tschüss.